Und schon wieder zurück bei Pathfinder Kingmaker und wir sind immer noch mit Valaria unterwegs im neuen DLC Warnburgs Schicksal. Hier laufen ganz viele Bauern rum, die sich übrigens, wie ich das gerade gesehen habe, auch schon immer artig vor ihr verneigen, wenn sie vorbeigehen. Ich warte gerade mal, sie sitzt jetzt, aber wenn er vorbeigeht, dann müsste er eigentlich, wobei, oh, ist, warte mal, ich gehe mal, ja, siehst du da, er verneigt sich und hier um verneigen, ja, sehr schön. Das machen sie ganz artig, da bin ich ganz stolz auf unsere Leute hier in Warnburg. Mit Ignaz haben wir ja schon gesprochen. Wir haben eigentlich mit allen schon gesprochen. Verneig dich. Jawohl. Und das Einzige, was wir noch machen müssen, wäre jetzt zu Mega Warn gehen. Denn der gute Mann hat ja immer noch einen Auftrag für uns. Dafür sollten wir ja eine Gruppe zusammenstellen. Das haben wir jetzt auch gemacht. Und wir sollen ihn angeblich hier oben bei der Palisade treffen. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wo. Wahrscheinlich hier irgendwo in der Gegend. Ich denke mal nicht, dass wir jetzt schon in seine Burg rein... doch, Tatsache. Na gut, dann treffen... Ah, guck mal, hier, da wo wir auch drin waren, wo wir das Schreiben gefunden haben bezüglich Vordakai, ne? Da kann ich mich noch sehr genau dran erinnern. Dann reden wir doch einfach mal mit dem Guten. Mega steht halb abgewandt vor dir. Er wirkt angespannt und starrt ins Leere. Ohne sich umzudrehen, beginnt er zu sprechen. Valaria, ihr kommt genau richtig. Wir müssen über den Zwischenfall in Dunkelwacht reden. Und über tausend andere Dinge, die über uns hereingebrochen sind, meine Ernennung zum Baron eingeschlossen. Wir haben keine Musik hier drin. Schade. Was muss ich denn über den Zwischenfall in Dunkelwacht wissen? In meinem Bereich gibt es einen Ort, der Stadt der leeren, Augen genannt wird. Bis vor kurzem galt die Gegend als vergleichsweise friedlich und harmlos, aber neuerdings gehen dort seltsame Dinge vor sich. Laut unseren Spähern haben Zentauren die Einheimischen angegriffen und eine Bande von Halsabschneidern treibt in der Gegend ihr Unwesen. Ich möchte wetten, irgendwas hat die Zentauren und Banditen auf den Plan gerufen. Etwas Gefährliches. Oder sie werden von etwas Wertvollem angelockt. Mhm. So. Eines Tages werde ich sicher ein kultivierter Baron sein. Dann sitze ich auf meinem Thron, schlürfe Wein und werde fett. Aber bevor dieser wunderbare Tag kommt, möchte ich den Abenteuern von Varnschar noch einige Kapitel hinzufügen. Wenn ihr also bereit seid, General, meldet euch. Ich brenne darauf, mir die Beine zu vertreten. Ich würde gerne noch ein bisschen mit ihm reden, ehrlich gesagt. Der hatte doch noch andere. Ich brauche mehr Zeit, um mich vorzubereiten. Wenn ihr das sagt, meldet euch bei mir, wenn ihr bereit seid. Wie kommt ihr denn damit zurecht, dass alles über euch hereinbricht? Der Titel eingeschlossen. Stellt euch vor, ich bin jetzt ein Baron. Ganz genau, euer Gnaden. Ein Lächeln huscht über Megas Gesicht. Ich dachte mir, nach so vielen Jahren als Anführer der Gruppe wäre mehr Verantwortung kein Problem. Und ich hatte recht. Die Verantwortung schreckt mich nicht. Aber wie wenig Freiheit mir geblieben ist, das macht mir Angst. Unsere wilden Abenteuer sind vorbei, Valaria. Natürlich kann ich mir noch immer etwas Zeit nehmen, um mein Schwert zu schwingen, aber es wird nie mehr sein, wie es war. Erinnert ihr euch noch an das Abenteuer in den drei Tälern an der Grenze zwischen Rostland und Issia? Als die Hexe Nose und ihre Spießgesellen über die Region herrschten und die Sotorvas die Hände in den Schoß legten, während sie auf den ersten Schritt der Aldori warteten? Yamandi traf damals eine weise Entscheidung, als sie anstelle ihrer eigenen Krieger eine Gruppe von Söldnern, also uns, entsandte. Aber wir, tja, wir haben uns alles andere als weise angestellt. Wisst ihr noch, wessen Idee es war, mich als Köder zu benutzen? Ja, das war mit Sicherheit Valarias Idee. Zephal hat danach einen Monat lang nicht mit euch. Das war meine Idee. Natürlich, das war meine Idee. Ich musste schließlich die Gelegenheit nutzen, meinen Kommandeur gefesselt und geknebelt in einer Kiste mit verfaulten Äpfeln zu stecken. Fangt nicht wieder davon an. Die Äpfel waren ziemlich frisch. Nach einigen Stunden in der Kiste kannte ich den Geruch. Mir graut bis heute vor Äpfeln. Nicht einmal Apfelwein kann ich trinken. Aber ja, es war ein verrückter Plan. Natürlich hätten wir auf Zephal hören und auf die Späher aus Galt warten können, während immer mehr Leute verschwinden. Aber uns lief die Zeit davon, weil Nose zu Ehren von Dämonenfürsten vor aller Augen Schreine errichtete und machen konnte, was sie wollte. Sie war offenbar die gerissenste Feindin, mit der wir es hier zu tun hatten. Eine Hexe mit einem unglaublichen Talent für Beschwörungen und Illusionen und einem beinahe tierischen Instinkt. Wir waren ihr über ein Jahr lang auf den Fersen, kamen aber auch nie nur in ihre Nähe. Aber der Plan war richtig. Wir mussten ihr das Gefühl geben, nicht die Beute, sondern die Jägerin zu sein, um sie in Sicherheit zu wiegen. Die Beute war ich. Wir nahmen an, dass sie von der seinen eigenen Leuten verratene Kommandeur ablenken würde. Und tatsächlich konntet ihr die Hexe dingfest machen. Wisst ihr, ich habe euch das nie erzählt, aber einen Augenblick lang war ich mir nicht sicher, ob ich überleben würde. Ich lag gefesselt in dieser verfluchten Kiste und dann auf dem Altar.
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob ihr jemals kommen würdet. Würdet ihr genug Zeit haben? Aber was danach passierte, hatte ich natürlich nicht erwartet. Also wir können jetzt so ein bisschen die Vorgeschichte quasi mit Mega hier bestimmen. Und zwar in einem durchaus interessanten Gespräch über die Abenteuer, die sie erlebt haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Gruppe von Mega Wahn bestimmt mal eine sehr interessante Pen-and-Paper-Abenteuergruppe gewesen ist. Dann dachtet ihr nicht, dass wir dem Plan folgen? Wir haben so viel Zeit in seine Ausarbeitung investiert und überlegt. Aha. Spielt ihr auf meine Ideen an, unsere ganze Armee als Dämonenhorde zu verkleiden? ja, wir haben Leute getötet und ihre Köpfe auf Stangen gespießt, aber am besten schlägt man einen Feind mit seiner eigenen Waffe. Naja gut, das würde Valaria nicht machen. Sie ist schon eine Hinterhältige teilweise, also sie nutzt auch durchaus unkonventionelle Methoden, das müssen wir ja mal sagen. Sie ist auch durchaus bereit, ihren Bogen einzusetzen, aber eine ganz böse ist sie jetzt nicht. Spielt ihr auf meine Idee an, unsere ganze Armee als Dämonenhorde zu verkleiden? Gebt es zu, das war brillant. Natürlich war sie brillant, aber diesem Plan und euren Ideen, General, verdanke ich meine grauen Haare. Mega lacht. Ich hatte mich schon mit meinem Schicksal abgefunden, als diese gehörnten Monster wild brüllend aus allen Richtungen heranstürmten. Glücklicherweise war die Hexe genauso verblüfft wie ich, weshalb ihr sie rasch überwältigen konntet. Ihr müsst mir unbedingt erzählen, woher ihr mitten im Wald all diese Ziegenhörner und die Leuchtfarbe hattet. Die Maskerade stand übrigens niemandem so gut wie euch. Ich könnte nochmal die Hörner und das Dämonenkostüm tragen, aber nur unter einer Bedingung. Ihr spielt wieder den Gefangenen. Wie meint ihr das? Soll ich mich mit gefesselten Händen auf einen Altar legen? Mega lacht herzhaft. Also schön, wegen dieser kleinen Hörner. Ah, ich mag das. Die, also im Vergleich zu Ulrik und Valaria, die ja nun mal bedingt durch ihre eigenen Charaktere ein ganz anderes Verhältnis zu Anfang zueinander hatten, die sich ja natürlich auch nicht kannten, aber die dann später auf sehr, ich sag mal, gesittete Weise zueinander gefunden haben, scheint es bei den beiden hier dann doch sehr, na, ich sag mal, lebhaft zuzugehen. Die scheinen sich da keine großen Illusionen zu machen oder groß drum herum zu reden, gerade der Mega nicht. Der sagt einfach, was er denkt. Ist sehr erfrischend teilweise. Bin auch froh, dass er mittlerweile ein Teil meiner Baronie ist. Habt ihr denn über die Zukunft nachgedacht für Warnburg und euch? Ihr meint, wenn sich der Staub legt und wir hier alles im Griff haben? Ein Lächeln huscht über Megas Lippen. Das ist einfach. Ich werde flugs ein griesgrämiger alter Mann und verbringe den Rest meines Lebens damit, die Gäste der Baronie mit unglaublichen Geschichten über meine vergangenen Heldentaten zu erfreuen. Guter Plan. Ohne auf eine Reaktion zu warten, wendet Mega plötzlich seinen Blick ab, als würde er das Spiel aus Licht und Schatten am Boden betrachten. Um ehrlich zu sein, habe ich noch keine wirklichen Pläne für die Zukunft. Ich muss mich erst noch an den Gedanken gewöhnen, dass ich kein Vagabund mit einem Schwert mehr bin, sondern ein Baron mit eigenem Land, einer eigenen Stadt und einem Zuhause. Aber was bedeutet das? Er schweigt eine Weile und fragt dann mit ruhiger Stimme, was ist mit euch, Valaria? Welches Leben strebt ihr an? Würdet ihr euch hier in Warnburg niederlassen? Oder mögt ihr die Stadt nicht und seid meiner überdrüssig und wartet nur auf eine Chance, woanders euer Glück zu suchen? Tja, romantisch wäre natürlich die erste Antwort höchstwahrscheinlich die richtige. Jetzt ist die Frage, wie steht denn unsere gute Valaria zu Mega Wahn? Ich vermute mal, naja gut, sie wird wahrscheinlich schon eine ganze Weile mit ihm rumziehen, das wissen wir ja. Sie ist ja Teil von Megas Schar oder Warns Schar, ich weiß gar nicht mehr, so um den Dreh heißt es ja, glaube ich. Und sie zieht ja schon eine ganze Weile mit ihm rum. Das wird Gründe haben, wahrscheinlich, weil sie mit ihm gut zurechtkommt. Wir wissen ja auch, Valaria ist ja von ihrem Zuhause aus verstoßen worden, mehr oder weniger. Beziehungsweise hat sich auch zum Teil freiwillig dazu entschieden, durch die Lande zu ziehen. Ob sie jetzt mit ihm in Warnburg bleiben will, es wäre natürlich die Chance für sie, endlich mal eine Heimat zu finden, wo sie sich niederlassen kann. Denn auch sie ist ja ein sehr getriebener Geist, der bisher keinen Ort gefunden hat, wo sie sich niederlassen kann. Aber erstmal, keine Sorge, Mega, ich werde euch nicht verlassen, egal was uns als nächstes erwartet. Denn im Augenblick steht ja fest, sie hat noch keinen Bedarf, sich irgendwas anderes zu suchen, denn es gibt ja keine Probleme. Sie haben das gemeinsam angegangen und jetzt müssen sie auch gemeinsam dadurch. Mega sieht dir eine gefühlte Ewigkeit in die Augen, als würde er mit dem Gedanken spielen, dich etwas anderes zu fragen. Aber schließlich nickt er nur. Ich danke euch. Ihr ahnt nicht, wie glücklich es mich macht, das zu hören. Ich möchte euch was fragen, wieso hängen euch die ständigen Streitereien mit Cephal immer noch nicht zum Hals raus? So geht das nun schon seit Jahren. Mega lächelt verschämt.
keine wohldurchdachte Strategie. Nein, ganz im Ernst. Ich weiß aus Erfahrung, dass man am besten herrscht, wenn eine Person zwar die Entscheidungen trifft und die Verantwortung trägt, aber immer versucht, alle anderen Meinungen anzuhören. Niemand ist perfekt, Valaria. Schon gar nicht Söldnerhauptmann Mäger Warn, der ohne guten Grund plötzlich zum Herrscher wurde. Solange Zephal bei mir ist und gegen jeden noch so winzigen Schritt Einwände erhebt, tja, so lange laufe ich wohl kaum Gefahr, mich von meiner eigenen Unfehlbarkeit zu überzeugen. Das ist eine sehr richtige Entscheidung, die er da getroffen hat. Es ist immer gefährlich, sich mit Ja-Sagern zu umgeben oder mit Leuten, die auch nicht bereit sind, mal Einspruch zu erheben. Ich schätze immer die Gesellschaft von Menschen, die sagen, ja, aber es gibt auch andere Wege und vielleicht ist das, was du tust, nicht ganz das Richtige. Überleg da bitte nochmal. Das soll natürlich nicht dahin ausarten, dass man immer gegen alles ist, aber Leute, die auch andere Meinungen vertreten. Denn nicht eine Meinung ist immer die richtige. Es ist immer die Kombination aus vielen Meinungen, vielen Ansichten und vor allen Dingen vielen Erfahrungswerten. Natürlich hatte das Ganze noch eine andere Seite. Entscheidungen gehen heutzutage endlosen Diskussionen voraus und das Regieren ist ein Wettstreit, bei dem es gilt, den größten Idioten zu finden. Deshalb seid ihr so wichtig für mich, fügt Mäger deutlich ernster hinzu. Ohne euch würden sich Zephal und ich zum Narren machen, weil wir nicht aufhören könnten, uns in den Haaren zu liegen. Ist es in Ordnung, dass ich euch meistens am liebsten beide verprügeln würde? Jemand, mit dem man reden kann, schadet auch nicht, sonst würde ich den Verstand verlieren und Zephal wäre am Ende derart erschöpft, dass er sich in eine Einsiedelei zurückziehen müsste, um in der Stille von Eichenhainen zu Asmodeus zu beten. Das war übrigens ein Scherz. Aber im Ernst, ihr bringt Harmonie in unser Trio. Wenigstens ein bisschen, wobei unser Haufen nie sonderlich harmonisch ist. Na gut, das haben wir auch schon rausgefunden. Aber gut, ich bin bereit, nach Dunkelwacht aufzubrechen, wie unsere Leute. Seid ihr sicher? Die Entscheidung liegt bei euch, aber ich werde euch hart rannehmen. Hui, wie in den guten alten Zeiten. Wir werden keine Zeit für Tagträume oder die Aufstockung unserer Vorräte haben. Vorräte? Ach komm, gehen wir. Alle sind bereit für ein neues Abenteuer. Die Einstellung gefällt mir. Gehen wir. Ja, wir nehmen natürlich Mäger Warn mit. Achso, die drei sind gesetzt und die drei können wir mitnehmen. Ohohohoho. Mit dem Chef auf Reisen. Und wir haben jetzt überhaupt keine andere Wahl, außer die drei, die wir ja mitgenommen haben. Ich wollte ja keine neuen Charaktere machen, sondern wenn, dann auch die Geschichte von denen erleben, die im Spiel mit drin sind. Gekor. Warns Schar ist eine bekannte Gruppe von Elite-Söldnern. Diese Helden zahlreicher Feldzüge sind in der Lage, Dinge zu tun, die ich jetzt nicht beschreiben kann, weil der Ladebildschirm zu schnell weg ist. Und wir dürfen nicht reisen, das macht alles der Mäger für uns. Ja, machen wir. Ich muss jagen, das ist ja unfair. Ruhepause beginnt, sonst kann ich eigentlich nichts machen, oder? Na gut, ich könnte noch ein bisschen umstellen, aber Spezialaufgaben, Mäger Warn Fallen stellen, Alarm einrichten, das brauchen wir eigentlich nicht. Sehr schön. People always invent such creepy names for old ruins. I bet when the Cyclops were alive, they called that place Goat Smell Walk or something of that sort. I highly doubt it. The ancient Cyclopes, after all, had far better taste than you. There were complaints about merchants disappearing in this area, along with their goods. We should look into this. Ach guck mal, er macht das genau wie ich. Er macht das genau wie ich. Oh, ich bin so beruhigt, dass ich nicht der Einzige bin, der immer dann den Weg nochmal zurücknimmt, obwohl er gerade auf dem Weg ganz woanders hin gewesen ist. Ach guck mal, hier ist ein Elch und ein Wolf. Wir haben beide Tiergefährten dabei. Oh, ich muss mal die Formation umstellen. Moment, das hier, wo ist denn unsere... Sie war die Piratin, oder wer von denen war der Pirat? Nee, Charakter. Ja. Hier, Schurke, Magier... Achso, ich muss mal gucken, wie sieht denn eigentlich die Ausrüstung von den guten Herren aus? Er hat seine beiden Kurzschwerter. Er hat einen Kampfstab. Ja, er hat auch seinen Bogen, Langbogenmeisterarbeit und trägt noch ein paar andere Sachen. Den Elch, Stufe 3. So, er war Schuppenfaust. Stimmt, er muss vorne stehen und Freibeuter steht, glaube ich, auch vorne. Sie als Tiefling. Passt, glaube ich, ganz gut. Wobei sie halt auch eher... Wir haben keinen richtigen, klaren Krieger. Ich kann die nicht anpassen. Achso, doch, ich kann sie eigen anpassen. So, sie geht, also ich gehe auf jeden Fall mal nach hinten, zusammen mit dem anderen Bogenschützen, das wäre dieser Elf hier. Die Schuppenfaust geht mal nach vorne, dann hätten wir den Magier noch hinten, dann wäre Mäger als Anführer vorne, zusammen mit einer Piratin und der Schuppenfaust, also dem Mönch. Der Magier wird in die Mitte genommen,
Unsere beiden Bogenschützen sind außen. Wobei, nee, die sind hier an der Stelle. Und werden geschützt jeweils von ihren Tieren, die so ein bisschen an der Seite mitstehen. So. Ne, dann haben wir nämlich hier vorne die schlagkräftige Fraktion. Der Magier ist in der Mitte, wird geschützt. Die beiden werden auch geschützt, nämlich zu den Flanken hin von ihren Begleittieren. Das wäre mir ganz recht. Das scheint mir die richtige Formation zu sein. So, dann machen wir uns doch mal auf den Weg. Ich bin gespannt. Die Gruppe sieht deutlich größer aus, aber das liegt einfach daran, dass wir diese zwei Seelentiere mit dabei haben. Irgendwas stimmt hier nicht. Haltet die Augen offen. Ja, dass hier irgendwas nicht stimmt, das war ja von vornherein klar, oder? Was? Melga ist aufgestiegen. Gut, weil er eine Falle deaktiviert hat. Und Reaktion verlangt. Ich lasse ihn auch natürlich wieder so aufsteigen, wie er das möchte. Ne? Also der automatische Stufenaufstieg. Das machen wir im Hauptspiel ja auch so, dass ich gesagt habe, jeder steigt so auf, wie er halt aufsteigt. Damit die Charaktere auch wirklich so sind, wie sie sein sollen. Sag mal, da Goblin-Hundeschlitzer. The path is clear. Aua. Okay, hier sind also schon Goblins unterwegs. Was haben sie dabei? Oh, Meisterarbeiten. 100, 100. Oh. Ich sollte mal da unten rausgehen, ne? Ja, darauf sollte ich achten, dass ich nicht in solchen Dingern stehen bleibe. Das sind keine Meisterarbeiten. Ja, wir müssen uns natürlich erstmal wieder alles zusammensuchen, ne? Es wird eine ganze Weile dauern, bis wir hier eine passable Ausrüstung haben. Aber deswegen nehme ich auch schon mal die Sachen mit. Damit wir einfach auch ein bisschen was zu verkaufen haben, weil ich glaube, unsere finanziellen Mittel sind hier dann doch stark begrenzt, leider. Und ich muss mich ganz dringend noch mit den Sonderfertigkeiten von den Leuten hier auseinandersetzen, weil wir haben jetzt, wir haben keinen Heiler dabei. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben, kein Heiler. Das könnte interessant werden. Ich weiß nicht, welche Fähigkeiten der Cephalorentus hat, leichter Hammer für 0. Was ist das? Arzneikräuter. Hm. Und ein Achat-Ohrring. Nehme ich auch mal mit. Die anderen Sachen kann er ruhig hier behalten. Was haben wir hier? Eine Sichel, Schleifstein, Handvoll Edelsteine. Die nehme ich natürlich mit. Und dann ist noch essbares Moos. Das lasse ich jetzt einfach mal liegen, weil ganz ehrlich, das ist jetzt nicht von Bedeutung. Ja, wir haben keinen Heiler dabei. Ich ärgere mich gerade, weil meine zweite Idee, die ich hätte machen wollen, wäre tatsächlich ein Priester gewesen. Aber zu dem Priester ist es nicht gekommen. Euer Gnaden, Truhe gut, nicht treten müssen. Truhen manchmal fressen Goblins, ich gestehe. Wenn mich fressen, ihr kein Baron mehr. Ihr für euch öffnen, Baron, euer Gnaden. Was? Ich Baron, Truhe meins, nicht anfassen, Schatz von Baron. Nein, nein, du bist nicht der Baron. Melga ist der Baron. Aber das werden wir Ihnen gleich noch mit unseren Waffen ein bisschen näher verdeutlichen, diese Ansicht. Und ich denke mal, Sie werden es dann auch verstehen. Und zum Zeichen des Verständnisses werden Sie sich flach auf den Boden legen und ein paar Ihrer Körperflüssigkeiten darüber verteilen. So, guck mal hier. Der Zephal, der kann zaubern. Der hat auch ein paar sämtliche Zauber. Ansonsten, sie hat noch leichte Wunden heilen. Er hat auch, glaube ich, leichte... Ach so. Ah ne, er ist ja... Er ist ja Priester. Beziehungsweise mehr oder weniger. Er kann zumindest hier positive Energien fokussieren machen. Jetzt habe ich nicht auf den Kampf... Oh, alle sind aufgestiegen. Jetzt habe ich natürlich nicht so sehr auf den Kampf geachtet. Ich muss gerade nochmal gucken. Warte mal. Was bist denn du von der Klasse her? Ach so, der Gestadenrufer. Stimmt, er kann ja mit Bogen umgehen, aber er ist ja gleichzeitig auch Klasse. Kann ich mir das irgendwo noch... Er ist ja Kleriker. Stimmt, wir haben doch einen Heiler dabei. Er ist ja gar kein Bogen, kein reiner Bogenschütze, sondern er ist ja Kleriker. Das war's. Nun gut, alle sind aufgestiegen. Das bedeutet, wir haben erstmal einen großen Aufstiegswust vor uns, beziehungsweise nur bei Valaria eigentlich, ne? Die anderen steigen ja automatisch auf. Trotzdem nehme ich natürlich alles schön mit, hier vor allen Dingen die Tränke, eine besondere Rüstung. Aber das sind nur Blödsinnsachen.
Tja, schade. Hatte gedacht, es wäre ein bisschen mehr dabei. Aber vielleicht finden wir ja im Schatz noch irgendwas Sinnvolles. Langbogenmeisterarbeit. Kurzbogen, nee. Rüstung, was ist es denn für eine? Eine Lederrüstung plus 1. Was hat denn er an? Beschlagenes Leder plus 1. Ja gut, die Lederrüstung ist schlechter. Wie sieht's denn bei mir aus? 3, 2 plus 1. 10 Arcana Zauberfehlschlag, 5, 6 maximal, minus 1 Rüstungsmalus. Ja, es hat die gleichen Rüstwerte. Ist aber ein bisschen besser, was die Abzüge betrifft. Also von daher kann man das schon machen. So, die Truhe haben wir befreit und wir werden auch reinschauen, was drin ist. Allerdings machen wir das erst in der nächsten Folge. Ich schaue mich gerade nochmal um, was wir hier noch so haben. Denn ich habe so die Befürchtung, wenn ich jetzt die Truhe aufmache, dann geht es sofort los mit irgendwelchen Gesprächen oder sonst irgendwas. Oh, das frage ich nämlich auch mit. Wer liegt denn da noch rum? Langschwerter? Weihrauch? Hä? Was? Ach, das war der Elch. Oh mein Gott. Hat er mich gerade erschreckt. Aber hier, ich glaube, diese Leiche haben wir noch nicht geplündert. Ich verschleppe in letzter Zeit... Ja, Elch, jetzt halt doch mal die Klappe. Ist der Elch gerade dahin gelaufen, um die Sachen zu plündern? Ein sehr umtriebiger Elch. Noch mehr Futteralien. Können wir alle gut verkaufen. Hier zählt tatsächlich jeder Cent, denn wir haben hier einfach noch nicht so viel Geld. Was ist das? Ja, können wir auch gut verkaufen. Karma können wir verkaufen. Sehr schön. Dann haben wir die Höhle geplündert. Das Einzige, was noch übrig bleibt, ist dieser Schatz. Was auch immer das für ein Schatz ist. Wir werden es rausfinden, aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir uns der Schatztruhe widmen. Bis dahin sage ich einfach mal, bis gleich. Tschüss.